Like Dragon, Kapitel 14. Der Stab wird übergeben. Bald Ende. Und ich habe jetzt mal die Folge, wollte ich ja aufnehmen, weil. Weil. Übrigens, habe ich hier. Hier kann man Waffen herstellen und man kann auch den Laden hier quasi verbessern und. Das macht man, indem man da Geld reinpumpt. Und das Letzte, was man jetzt hier reinpumpen kann, sind 20 Millionen. Fast alles, was ich habe. Und dann kann man da anscheinend mehr Sachen herstellen oder bessere Sachen herstellen oder so. Und das habe ich gespeichert und das habe ich gemacht. Und trotzdem gab es da nur Scheiße. Und ich weiß es nicht. Irgendwie ist das ein blöder. Also ich finde die Idee cool, dass man Sachen herstellen kann, wie bei Dragon Quest oder so. Aber die Umsetzung ist echt irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es nur Schrott. Da gibt es irgendwie nur, ich kann nur drei Waffen verbessern. Ich kann nicht jede Waffe verbessern, sondern nur so bestimmte Waffen. Und die habe ich halt nicht, also die benutze ich halt nicht. Und um die Sachen zu verbessern oder um die Sachen herzustellen, also braucht man ganz viel Zeug. Also irgendwelche Käfer und alles. Und ich habe schon tausend Sachen, aber nicht die richtigen. Irgendwie. Und das finde ich auch irgendwie dämlich. Es gibt viel zu viel Zeug, was man braucht. Weiß ich nicht, das hätten sie irgendwie ein bisschen besser machen können. Auf jeden Fall, warum ich das nicht streame, sondern aufnehme, ist auch, weil ich einfach mal bessere Qualität haben wollte hier. Mich hat das so ein bisschen genervt, irgendwie. Meine letzte, weiß ich auch nicht, meine Streaming-Qualität hat mich in letzter Zeit so ein bisschen wieder genervt. Und ich weiß einfach nicht, was ich da machen soll. Beziehungsweise, ich weiß schon, was ich machen könnte, wahrscheinlich, aber ich habe hier einfach keinen Platz. In meiner Wohnung, um mir hier einen fetten PC irgendwo hinzustellen. Brauche ich eine Million? Brauche ich gar nicht, ne? Zum Essen. Den Rest sammle ich wieder. Ja, jetzt horte ich halt das Geld, was ich nicht brauche. Das ist wieder ein bisschen doof. Am Anfang war das Geld so wichtig und so cool und jetzt ist es irgendwie unwichtig geworden und ich horte einfach das Geld. Wenn man wenigstens. Das, was man bei der Herstellung von den Waffen, das war bei der Dragon Quest auch, wenn ich halt die Gegenstände nicht hatte zum Verbessern der Waffen oder zum Herstellen der Waffen, konnte ich die halt da kaufen. Ist halt hier leider auch nicht der Fall. Naja. So, falsch gelaufen. Gucken wir mal die Story weiter. Müsste jetzt Richtung Showdown gehen. So langsam. Okay, also geht ja gerade irgendwie um so einen See und so einen Auftragskiller, ne? Ach, ich weiß nicht, wie sehr ein Heimvorteil hier der Vorteil ist. Wo kommen die denn jetzt her? Sind gerade gespawnt. Geile Kameraeinstellung. Alright. Ich bin mal gespannt, wie lang Kapitel 15 ist. Ich glaube, Kapitel 15 ist das letzte. Aber das hier müsste jetzt eigentlich kurz vor Ende von Kapitel 14 sein. Der Move ist geil. Zieht doch viel ab. Ich mag generell seinen Kampfstil. Ich habe gestern ein bisschen bei Lost Judgment reingeguckt und die Kampfstile erinnern mich daran. Junge, ey. Was macht ihr denn hier alle?
bisschen Orbitallasern. Krass, wie viel er aushält. Wie immer weiter nach hinten geschleudert wird. Ein bisschen Knochen knacken. Boah, das zieht über 1000 ab, ne? Das ist mega geil, ey. Ich suche Ishioda. Mama Ishioda. Was haben wir hier noch? Ein Schlüsselstein. Okay, die Ladies sind nicht voll, aber ja, mache ich die noch voll. Gibt es hier noch ein Heilungsding? Ah, fuck. Tja, warum nicht? Echt den Tritt in die Eier überlebt, ich glaub's ja nicht. Noch ein Breakdancer. Oui, oui, und Chagang. So. Was habe ich denn eigentlich? Ich hab jetzt gar nicht mehr geguckt, was ich mit habe an Gegenständen. Taurina geht so, ey. Oh, ich hätte das nochmal kaufen sollen. Wo ist Seminar Royal? Habe ich noch einiges, das ist gut. So. Ach, das ist der Mofo. Der wollte nicht gegen uns kämpfen, ne? War das nicht ja? Ishioda. Kasuga. このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は、今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは。昔からね。おやっさんを殺したのは、お前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。あらば、かん bullshit、マン。裏切り者がのうのうと生きていけるほど、この世界はあまない。My name is。なんだと、なんて言う草だ。おい、てめえ。Wait a minute。What？ なんだ。あたちさんが二人。ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。
なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ？ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け力だったのかよ。ふざけやがって。Was? Wie hat diese Maske auf oder was? どっちが、どっち？Wie auch die gleiche Stimme oder was? マジかよ、力比べでも合格。Oh, wird das jetzt so ein Yakuza 4 Gummigeschoss Ende oder was? Man fragt hier noch was Persönliches. Das ist der Falsche. Der Echte weiß das doch nicht. こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。 Ishiura, also Mr. Ishiura. Sie haben meinen Vater getötet, jetzt sind Sie des Todes. Wir machen zuerst. Was ist denn das? Das ist neu. Das will ich mal testen. Holy shit. Das ist nicht schlecht. Warte, wie heißt mit Vornamen Takagi? Ichiban? Ah, ich vergessen. Wieso hat er denn jetzt Angst? So ein Schwachsinn. What? Oh fuck, wieso ziehen die denn so viel ab? やんのか？ほら、やるぜ！
Ich hoffe, ich komme noch zu ihr, dass sie heilen kann. Holy shit. Oh, ist sie danach dran mit heilen? Ja, ne? Egal, ich muss es machen. Nicht, dass er stirbt, ey. Okay, danach ist sie dran. Ich hoffe, ich kann danach mit ihr spielen, ey. Er blockt natürlich. Okay. So. Der muss jetzt weg, dieser scheiß Mirror Face. Fake Takagi. Quatsch, Fake Tadachi. Wer ist er? Ach Mann, ich bin so schlecht mit Namen. So. Ich bin noch nicht die Hälfte, Mann. どうした殴られるのが嬉しそうだったり切れてみたりまあこの前は鉄球振り回してたしなよく大見いやどういうこと極道だけの話かもしれねえがうん何にせよあの切れた石尾田は厄介だからよしやるか Toll, es kämpft keiner mehr. Ach fuck, ich bin doof. Okay, gut. Die Angst ist schon wieder weg. So, ich muss hier aber auf jeden Fall mal hier mit ihm. Brauche ich ein bisschen MP. Jeder braucht MP gerade, ey. Verdammt, sie auch. Warte mal, dann muss sie aber was anderes nehmen. Damit sie jetzt nicht stirbt. Warte mal, ich kann doch auch heilen, oder? Die regeneriert. Für alle TP regeneriert. Okay. Jetzt mal die Runde heilen kurz. Was?
Schon, so fährt er doch nicht mehr. Böser alter Bock. Gleich ist er tot. Zack, so wird's gemacht, Mr. blöder Vatertöter. ずっと目標続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったら、どうなるだろうな。殺に全部ぶちまげちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。 おやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ。一生だ。おやっさんはあの夜、港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。 全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ジーと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かったはず。せやけど、その直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。 Na, wer war's? Welche Saftrotte? Hey, batschiri das war. Jo, warte. Danke, Kaul. Aiso! Jo. Yarimashita na, Daiko. Kono aida no Sotenbori de, anta no Shinji ga Gokudou no Kaitai ya to wakatta toki. Dachte er? Ich dachte, der hat mit uns gekämpft. あの時、あんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員 本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まあ、あん時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。<笑>豪気な男だな。 それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。<笑>ご心配なく。<笑>
なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします？なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますえ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした？それが。へえ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道。石尾だ。もう近江も東条家もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江は沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。やかましい。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道。Ah, Tendo. Da habe ich doch noch nicht meinen Vater Mörder ermordet. Tendo. Tendo, wo ist er das ist eine Bombe. Ja, aber ich bin sicher, dass er Ishioだは仕事が雑やさがいな。見張っといて盛大やったな。どうしますか。ほな、もうポチッといったれ。了解しました。Boom, Schakalaka. Ich habe jetzt Kirio als Poundman. Wie geil ist das denn? Holy fuck, und wir sind im letzten Kapitel. Alter Schwede, Kirio als Poundmate. Dass ich das mal sagen kann. Kapitel 15. Letztes Kapitel. Bis zum Gipfel. To the top.
日本全国一つもたりとも残さない。久米聡太が青木亮と共に起こす新しい波はこの日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えてブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの街は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんです。この後知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には…ん？どうしたの？すみません、知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか、呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあ、これまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。テレビの中継は？もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうかなんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。まさか知事に限ってそんないや本当だよ知事。本当さ、まあほんの少し、ほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って実際に成し遂げる人間になるという目標が、そして今の私にはそれだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。お、君。すみません、私出しゃばったことを。いいんだ、ありがとう。頑張るよ。さ、そろそろ演説の時間だ。はい。知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。
たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。たらー。 Und ihr habt das Ryo Hasuki Gedächtnisfaster.Jawohl. Nice. さあ皆さん、カスが一番生きております。後ろの皆さん、見えますか？幽霊じゃありませんよ。どんどん写真でも動画でも撮ってやってください。正真正銘、カスが一番でございます。偉人町で起きた爆発の中、しぶとくも運よく生き延びて皆さんの前に帰ってまいりました。選挙的には敵対関係にありますが、私は青木先生を尊敬しております。今日はただただその尊敬する青木先生に握手をさせていただきたく、神奈川2区より参りました。というわけで皆さん、ほんの少しだけ青木先生をお借りしたく存じます。何考えてるんだ君、降りなさい。いいだろう、大丈夫だ。あんたは沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から。テミレニアムタワー、also wenn der nicht noch explodiert, dann ist es kein richtiges Yakuza. 明日、俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。わか。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のあったりだ。そう思うならそれでも結構ですよ。おやすさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だった。でもそれが大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるかは分かりませんね。春日候補からの素晴らしい宣戦布告でした。正々堂々とはちょっと言いにくいところではありますが
Yo, Nick. Was ist mit meinem Televisor? Batschili kramaschte ich dir das. Netto dem Omoriagarita, Ichiban. Tada, ne? Einig, Kimi, Koitikina, Koewa, Knein, Dio. Daro, yo. Wagato Narandertoja. Oreitz, dat der Akujakman, Benny. Sonnano, Kini Narani. Sieben, Gogien, ne? Ne? Aoki Ryu no Hanno, a Jojo, dat der Karne. Kega, Dori. Earth Angel, Earth Angel. Athens. Okay. Ja, wir müssen uns dort. Tja, da sind wir zurück in Kamurocho. Das ist ja auch geil, dass wir da nochmal sind. Wohl. Oh, Kamurocho Dungeon gibt's jetzt, das ist auch geil. Das gab's auch in Dings. Ding in und das ja zum Leveln ganz gut, da kann man durchlaufen. Sehr gut. Werde ich dann auch noch machen, mache ich wahrscheinlich off cam. Ja. Ja. Ja geil, ich bin wieder hier in Kamurocho. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Da ist das Gulli, naja. Der Gulli? Der Gulli, ne? Nani to wa iwanai keredo, omoshiroi namae no omise ooi yo ne. Demo, namae no omoshirosa de kyaku ashi tte kawaru no kashira? Namae no yoshi ashi tte. Vielleicht sollte ich noch mal gucken, ob es hier andere Sachen zu kaufen gibt, andere bessere Waffen oder so. Schauen wir mal. Guck mal, das ist sogar ein besseres Schild. Holy Schild, ey. 10 Millionen. Fuck the duck. Aber hätte ich ja sogar. Aber mit ihm spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt nicht noch irgendwas für aktive Mitglieder. Ach, da gibt es auch den Drachenseelenschläger, aber den habe ich ja schon. Ja gut, dann ist es hier nicht so wichtig. Pawnshop. Ich überlege gerade, ob ich jetzt erstmal diesen Dungeon mache. Hab ich irgendwie Bock drauf. Dann war es das jetzt mit dem Teil erstmal. Dann mache ich den Dungeon, glaube ich. Oder nehmen wir doch mit ins Stream rein, ey. Ne, ich mache jetzt den Dungeon. Das war jetzt quasi Ende Kapitel 14, Anfang Kapitel 15. Und dann starten wir ins Finale. Bis dann.